Gott sei Dank, eine neue Folge Verreckfest und ich muss nicht die verfluchte Strecke fahren zum Anfang. Das ist ein scheiß Anfang. Naja, ist ein toller Anfang. Nein, die Strecke fehlt, Mann. Nee. Tico. Boing, 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 boing. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verrückfest! Fazitjahr, ganz spannend. Auf dem ersten und im zweiten Platz sind die zwei Legenden, man kann es nicht glauben. Meine Fresse, war das ein langes Verrückfest! Ja, es war sehr ein langes Verrückfest. Morgen bist du auf jeden Fall nicht heißer. Ne? Mein Kopf so wie ist nach rot. Jeder Runde Verrückfest. Ne? Ich hab einen roten. Oh, schön. Einer. Mann, immer wenn du mich bummst, werde ich von allen gebumst. Ja, das ist richtig. Eine Orgie ist da passiert, ne? Kennt es. Stehen sie auf Orgien? Das lasse ich mal unkommentiert. Okay, gut. Also für mich ist das ein Ja. Ne? Kennt ihn? Nice. Ich kenn dich eben, weißt du? Ich weiß einfach, wie du tickst, ganz klar. Gut. Schönen Mega Tag. Gut. Ja, so, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Folge Verrückfest. Bye bye. Bist du tot? Ja, das finde ich schön, weil bei der letzten Folge war ich tot. W fährt den Vandale. Den Vandal? Den Vandal. Das ist der Vandal. Wir werden ein bisschen Vandalismus betrieben. Jo, 1016000 fährt den Big Drick. Den Big Rick. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Aber egal. Auch keine Lust, deswegen wird. Deswegen fangen wir an. Moin. Mit dem Spaß. Oh, das war schon mal ein Fail. Oh, ich bin schon halb tot, Mann. Ich Quish, da bin ich. Da bin ich tot. Let's go. Moin. Ich hab gar keinen Spaß, wenn ich respawnen kann, Mann. Kann man respawnen? Ja, kannst du. Scheiß das ist doch gut. Nee, Last Man Standing wäre besser gewesen. Okay, weil dann wäre ich jetzt schon raus und müsste nicht weiterfahren bei diesem Scheiß. Ich habe einen Reifen verloren. Sehr schön. Ah, da bist du ja. Ich mache hier eine kurze Pirouette. Ja, zerstört ja. Mich. Ich bin's nicht wert. Danke. Ist nee, wirklich nicht wert. Ist halt so. Fuck. Komm, ich fahre ein bisschen Runden. Ich fahre ein bisschen Runden hier auf der Strecke. Wie soll man dich denn treffen? Nimm mir einfach Schwung und dann bist du da! Ah, rein da! Das war doch schön, oder? Ja, das war mehr so. Fuck. Ach, mehr so fuck, ne? Ja. Passiert. Oh, da kommt er. And no signal. Fuck. Irgendwie bin ich in ihm drin. Warum hab ich ihn nie? Demoliert. Oh, whoop, da bin ich weg. Oh. Ich habe wieder nur 3 Räder. Töte mich. Tötet mich! Ich habe nur 3 Räder. Tötet mich! Danke. Hab ich's getötet. Okay, weiter geht der Spaß. Haben wir den LKW rein, ist nicht simuliert, hab ich auch keine Lust mehr. Bist du das nicht? Ist das deine Leiche? Meine Leiche. Okay. Ich wollte nur fragen. Okay, ich bin bereit zum Weitermachen. Hoppala. Oh, und der rammt mich direkt, das ist ja unfair. Ich hab dich noch nie getroffen. Ja, aber ich dich dafür. Da bist du. Oh. Da bin ich auf dem Kopf. Nicht gut. Oh. Egal. Leben noch. Da bist du alle. Komm. Hopp. Ja. Mein Kill. Ja, ist schon dein Kill, aber ich hab dich getroffen. Mein Hauptziel. Oh, in Richtung erinnert. Du! Du! Ey. Wo bist denn du? Ja, der eine. Da bist du. Ja. Wo bist du? Ah! Bam! Da fliegst du in die Höhe. Oh, schlechte Kurve, ganz schlecht. Zieht er einfach zurück. Oh! Quish! Da bin ich! Komm. Nein!
Ah, da drüben bist du. Komm, komm, kannst mich killen. Dankeschön. Das ist schöne Genugtuung. Gut, das freut mich. Da ist der Respawn. Oh, und direkt aufs Maul. Ui. Unfair. Den hier. Darf ich runter? Den bestiegen? Ah, guten Tag. Das gefällt mir nicht. Was? Ja, das. Wow. Ich bin tot. Ich bin Platz 9. Ich bin 6. Oha. Fühle mich aber gar nicht so gut. Ich fühle mich auch nicht so gut wie Platz 9. Und zurücksetzen. Tellman! Warte, ich hab dich andemoliert. Ich hab euch doch so schön andemoliert. Will Fender demolieren. Komm her. Dankeschön. Naja. Muss dahin. W, links. Nein, rechts. Okay. Wo? Naja. Ruhe. Scheiße. Ich bin ja schon wieder demoliert. Schon wieder? Du hattest doch gerade noch Full Life fast. Ja, aber jetzt nicht mehr. Komm. Nein. Endet. Fuck. Endlich fertig. 10. Platz. Was bin ich? 6. Strong. Weiß. Ja, bin halt der. Not bad. War, Digga. Da habe ich ein Flashback, einen kleinen Song. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Nee. Gut. Und damit geht's los in 3. Mit der schönen romantischen. Go, get it all! Let's go! Oh, da bist du ja. Jens! Also, hier kann es ja nur zu Chaos kommen, ne? Oh, nein, bitte nicht, das würde mich nicht. Da ist eine Kurve. Genau, der Strecke draußen. Was fährt der denn für ein cooles Fahrzeug? Fährt der? Kurve, meine Lieben, Kurve. Da ging's ja abwärts. Das habe ich übersehen. Ja, das ist so. Wenn man irgendwo hochfährt, muss man auch wieder runterkommen. Ach so. Ja. Da hat jemand die Ausfahrt verpasst. Oh, sehr schön. Oh, der ist auf der 1. Krass. Obwohl das absolut kacke ist, ein Fahrzeug. Da kommt ja durchaus mal vor, dass du nicht zuhörst, ne? Ja, ich höre dir nie zu. Ja, eben. Wir reden immer aneinander vorbei. Ja. Der eine sagt was, den anderen juckt gar nicht. Ich möchte Sie informieren, sehr geehrte Fahrgäste. Ich möchte Sie informieren, dass Ihnen gleich ein Bus in die Gegenrichtung kommt. Bei Bedarf danke bitte einfach umsteigen. Danke für die Info. Konnte ich ausweichen. Aber der andere nicht. Der andere tut mir ein bisschen leid, aber egal. Ja. Passiert mal, ne? Ja, passiert mal. Ja. Kann man mal machen, ne? Mhm. So, abends. Den Bus habe ich nicht gesehen. Den Bus? Wo ist denn der Bus? Ah, da ist ja der Bus. Oh, die anderen haben den auch nicht gesehen. Schade. Für die? Gut für mich, weil ich habe 2 Plätze gut gemacht. Irgendwie fehlt dem Auto ein bisschen ABS. Deinem Auto? Mhm. So. Das fährt sich so slippery. Ah, ja, schön. Ach so, deswegen fährt sich das so slippy. Ich habe nur 3 Reifen. Komisch. Der Bus in die Gegenrichtung ist leider ausgefallen wegen technischen Problemen. Ich bitte Sie um ein bisschen Geduld. Und da kommt ein anderer. Nein. Irgend so ein anderer Depp in die andere Richtung. Mann. Der Bus hat schon seinen Ersatz gefunden und ist auch tot. Come on, ey. 8 Sekunden Vorsprung, Mann. Und nur 3 Reifen. Nein, jetzt nur noch 5. Irgendwie hast du verkackt. Ja, das liegt daran, dass ich mit 3 Reifen hier die ganze Zeit fahre. Und ein Auto mit 3 Reifen, sagen wir mal, nicht so leicht zu steuern ist. Glauben Sie mir. Also W, wenn ich mit 3 Reifen Zweiter werde, solltest du dich schämen. Ja, du bist auch hier gleich im Ziel. Ich sehe es ja schon. Soll ich diese 5 Sekunden noch aufholen? Ich meine, ich habe mich schon fast wieder an dieser Stelle überschlagen. Zum Glück nicht, aber ja, passt.
Ach, da war da schon das Ziel. Ich zum Ziel. Sehr ups. Schön. Fahr ich noch in die Bahn rein. Easy Platz 2 mit 3 Reifen. Easy. Peace. Easy peasy. Peasy, easy peasy, oh ja, sneezy. Muss ich mal das Rennen auch beenden. Ist langsam genug. WBAN. Mensch, bist du schlecht. Warum verliert jetzt sogar schon im... Hast du verloren. Im Ladebildschirm mein Auto und Reifen. Das hatte ich vorhin auch. W, da freust dich, oder? Ja. Da wird eine absolute Katastrophe. Ah, das ist eine Scheißstrecke, Mann. So, W. Ja, ich muss Gas geben. Ich hab vergessen, Gas zu geben. Man kennt es. Der klassische W-Dick. Oder dieser Z-Dev-7. Der hat diesen neuen Wagen. Schön. Alles klar. Alles klar. Fahr mal einfach rückwärts die Kurve. Kein Sting. Nicht cool, gar nicht cool. Nein, lasst mich doch hier, Idioten. Jeder rammt mich. Das ist also. Welcher Platz bist du hier? Ich habe nur noch 3 Reifen. Ah, du bist doch hinter mir, okay. Du hast doch... Oh, krass. Ja, ich habe schon wieder einen Reifen verloren. Passt doch, sehr schön. Ich habe den neuen Wagen gerammt, einfach aus Rage. Einfach weil es mich nervt, dass er den hat und ich nicht. Er muss mehr spielen, W, du suchst die. Ja, ich weiß, bis mir. Ja, aber ich muss jetzt arbeiten, ne? Du musst arbeiten. Zeit. Ja. Was arbeitest du denn? Der Beruf nennt sich Mediamarkt. Ne? Ach, du arbeitest im Mediamarkt? Ah, ich bin tot, so ein Scheiß. Ne? Im Medienbereich. Genau, Medien. Soziale Medien, asoziale Medien. Ich bin da eher im asozialen Bereich, ne? Was macht man da so? Ja, bis jetzt. So, was gehört dazu? So, Dokumente gestalten, solche Sachen, Videos, Audio, Webseiten, solche Dinge, ne? Das ist eine Ausbildung. Genau. So, in der Schweiz heißt das eine Lehre, die man machen kann. Also nach der Schule kann es halt eine Lehre machen. Ja, sowas, so hieß das früher bei uns auch. Ja. Heutzutage heißt das Ausbildung. Ja, okay. Chillig. Ja, das mache ich jetzt halt 4 Jahre und dann sehen wir dann, was ich dann mache. Ist ja irgendwann, da muss ich ins Militär, ne? Das ist bei Deutschland doch nicht Pflicht. Nee, ich muss nicht ins Militär. Ja, ich muss. Ist doch schön. Vielleicht, wenn du gut bist, kannst du ja zur Schweizer Garde. Ja, wenn ich gut bin, ne? Das ist halt die Frage, ob ich dann gut bin. Lange ist ja, das bei euch ins Militär? Ab wann, oder was meinst du? Nee, wie lange? Wie lange? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht ein Jahr muss man. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht auch nur... Ich weiß nicht. Ist jetzt noch nicht so weit, ne? Ja, bei uns hieß das Wehrpflicht. Ja. Was machst du da eigentlich gerade? Das ist Dreirad. Dreirad geht nicht in die eine. Was du es gemerkt hast, also ich meine... Donuts kannst du anderswo machen, aber nicht hier während dem Rennen. Das ist ja nicht die Taktik, um zu gewinnen, ne? Nee. Nee, aber ich meine, du lebst noch. Trotzdem bin ich weiter als du. Ja, ich weiß. Es war echt scheiße, Mann. Nach 10 Sekunden bin ich schon wieder tot, Alter. Halt nicht schlecht. Bist du eigentlich schon geimpft? Ja. Ja. Schon lange. Natürlich, ne? Standard. Schon beide. Ja, ich hab die erste bis jetzt. Nee, deutsche aber Impfqualität. Deutsche Impfqualität, aha. Das ist was? Tödlich, doch nicht. Das ist tödlich? Bist du magnetisch? Nicht, dass ich wüsste. Ja, weißt du, bei meiner alten Klasse hat eine gedacht, dass man nach der Impfung magnetisch ist. Ich weiß auch nicht, was bei ihr los war. Hätte ich aber gern, finde ich gut, finde ich praktisch. Das wäre schon interessant, könntest du auch so... Aber dann möchte ich dann bitte entscheiden, wann ich nicht magnetisch bin und dann. Ja, müsst halt kontrollieren, das ist so ein Magneto einfach. Das wäre schon krass. Das könnte tödlich enden. Doch nicht. Das Leben ist tödlich. Ihr habt nicht mehr so viel Leben. Ja, ich sehe es. Sind wir noch 11 Leben, hast du da, ne?
Ich meine, kann man mal machen. Irgendwie dein Wagen brennt irgendwie hinten. Ja, das weiß ich. Wieso ist aber noch im feurigen Bereich. Ah, okay, dann ist ja gut. Bin ich beruhigt. Weil, wenn ein Auto noch über 130 kommt... Ja, dann ist alles im grünen Bereich, würde ich sagen, oder? Ja, absolut. Ja, da ist ja perfekt. Was bin ich eigentlich für ein Team? Ich glaube, grün. Team grün ist schlecht wie immer. Und schlecht Team blau... Was machst du eigentlich, wenn ich frage? Ich weiß es doch nicht. Also, Link! Meiner Meinung nach ist das jetzt nicht die beste Taktik, um zu gewinnen. Du tötest dich. Komm! Ja, da fehlt nicht mehr viel. Drei Leben, ne? Fährst du in die falsche Richtung? Ich weiß nicht. Bei mir ist das irgendwie angezeigt. Ah, ich bin noch über die Ziellinie, zählt also noch. Nee, das zählt nicht. Ach doch. Ja, ich hab gewonnen. Win. Siehst du, was da steht bei der Zeit? Was? Plus eine Runde, du hast es nicht geschafft. Da ist der Beweis. Hab ich gesagt. Oh! Das ist doch ein schöner Abschluss. Schöne letzte Runde. Ja. Oh, ich seh dich auch und ich hab einen Scheißwagen. Seh ich dich überhaupt? Ich bin hinter dir. Ja, ich seh dich. Also keine Angst, W. Ich kümmere mich um dich. Ich beschütze dich. Okay. Ich ramm dafür den anderen Battlebus hier. Ist immer gut, mit dem größten Stress anzufangen. Wenn du im Gefängnis bist, immer mit dem größten Stress anfangen. Dann war der Respekt. Einfach alle wollen dich schlagen. Keine Ahnung. Mal, du lebst noch, weil ich dich beschütze. Ja, vielen Dank. Du bist mein Schutzengel hier. Das freut mich doch. Ja, du bist sogar so weit vorne, weil ich dich so toll beschütze. Ja. Was hast du denn bis jetzt gemacht? Nichts. Ja, eben. Siehst du, guter Schutz. Besser bleibt, sagst du, wenn du nichts machst. So. Du schaffst das, David. Du bist ja auch in meinem Team. Sind wir im selben Team? Ja. Nein, sind wir nicht. Ach so. Ich hole eine Rot-Grün-Schwäche. Ja, das ist eine Rot-Blau-Schwäche. Ach so, eine Rot-Blaue Schwäche. Ja. Die Tigurische Seeschwäche. Ja, hörst nur du. Passiert. Weil ich meine, kann schon mal passieren, dass man die Farben hier verwechselt. Ja. Sind ja auch schon sehr gleich. Sehr gleich auch. Gibt's auch keinen Modus für Farbenblinden? Ja, gibt's sicher. Ja, gibt's nicht. Nicht? Sonst hätte ich den ja bei meiner Rot-Blau-Schwäche drin. Stimmt. Da müssen sie noch nachpatchen. Ja, auch unbedingt noch nachpatchen müssen, ist, dass dieser Preis von dem einen Wagen einfach runtergesetzt wird. Sonst bin ich hier jahrelang dran und kriege nicht. Da bin ich traurig. Ja, so ist es. Aber ich bin hier ganz gut auf dem zweiten Platz, das freut mich. Okay. Reicht nicht beschützen? Ja, mein Schutz eigentlich. Okay. Ich halte wirklich den Rücken frei. Oh. Ja, ist doch gut. So, da schauen wir unserem Schutzengel zu hier. Oh nein, er ist gekippt. Oh, da ist er im Ziel. Gut. Neunter. Bitteschön, deine Stunde. Oh, ich kann in den Bus reinschauen. Komm, krass. hopp, ich muss auf Klo. Ich muss auch aufs Klo, Alter. Also, beeil dich. Also, könnten Sie bitte anfangen. Mit was? Abmod. Abmod, okay. Ja, das war's mit dieser Folge zu Wreckfest mit dem Tigo. Abonniert ihn, liked ihn, schaut bei ihm vorbei, ne? Macht aus seinen 2 Abonnenten 3 Abonnenten. Ja. Ja, was möchtest du noch sagen? Tschüss. Also natürlich gilt das auch für W andersherum. Natürlich. Sehr schön. Tschüss. Meine Fresse, muss ich pissen.